noch einen, Leute, die wir vorher nicht hatten. Und zwar den Beni Richter von der Bergpartei, die Überpartei. Er erzählt euch auch noch ganz ein bisschen was die darüber denken über die Legalization. Und nicht so laut auf den billigen Plätzen hier vorne, bitte. Danke. Mega gestresst seit 8 vor Gericht gewesen und so. Oh, sehr genial hier. Willkommen zur dieswöchigen Samstagsdemo. Es geht um Hanf. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. Ich bin echt extrem begeistert. Daher vielen Dank und ein Gegröle für die Crew hier von der Hanfparade. Oh, übelst geil. Trippel, Steffen, Anne, Gregor, Carlos, Servus, Lupe den Zoo. Das ist genial. Hanfparade, krasse Action. Jürgen, Busso, Daniel, Lorenzo. Ricarda und Doro, Casey, Laura, Loco, Rollo. Ja. Ja, sei mal ruhig hier vorne. Okay, das war mein Dank. Ich sollte diesmal eine andere Rede halten als die Jahre zuvor, obwohl wir auch jedes Mal die gleiche Strecke gehen. Und ja, ich bin von der Bergpartei, die Überpartei. Wir sind fusioniert vor einem Monat oder zwei. Ein Geheimtipp unter den Parteien und wir können euch nicht versprechen, dass wir Hanf legalisieren. Keiner kann das! Nee, eben, richtig. Das wäre eine Lüge und die Parteien, die schon mal an der Macht waren und das versprochen haben, was machen die hier eigentlich? Also, wir wollen keinen neuen Rohstoff für den Kapitalismus, nicht die Bahn kann man nochmal füllen mit was noch effizienterem. Wir wollen nicht, dass die Pharmakonzerne dieses Produkt noch weiter, also einen neuen Tranquilizer schaffen. Und wir sind gegen Legalisierung als Prinzip schon allein. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute bestimmen über uns, was wir zu nehmen und zu haben, zu verdauen, zu nehmen, zu schmeißen, zu kicken, zu rauchen, haben. Nee. Danke. Weg mit den Verboten, weg mit dem BDMG, mit der Zwangseinweisung, mit der Schulpflicht und den ganzen anderen Scheiß. Danke. Nee. Es ist voll scheiße, Menschen zu diskriminieren, nur weil sie irgendwie Substanzen mögen. Affinität zu bestimmten Substanzen haben, das ist Substanzfaschismus. Ich fange das an. Ich mag das nicht, dass Leute, so wie Cousteau meinte, ein Doppelleben führen müssen, nicht mehr mit ihren Leuten ehrlich reden können. Ich bin für Selbstbestimmung. Egal ob Hanf oder Chemo. Deshalb weg mit dem BDMG. Ich habe auch kein Problem, was verboten ist zu tun. Nö. Da müssen wir halt die Klappe halten, alle aufpassen, was wir am Telefon sagen, mit wem wir wie reden. Schade eigentlich. Am besten wir bauen selber an. Nächsten Frühling. Setzt euch zusammen mit euren Leuten, überlegt euch, wie, wo, wann ihr irgendwas anpflanzen könnt. Es macht übelst Spaß. Das stimmt. Ich kiff immer gerne, allein schon, um von anderen Sachen runterzukommen. Okay, das ist jetzt die Rede zu Ende. Okay, ich mache Wahlkampf, also muss ich die anderen Parteien dissen, aber habe ich ja schon. Okay, ja, die hab, nee, die, ja, die noch nicht. Okay, ich, jetzt zum Ende einer Rede muss man immer einen Slogan sagen, den alle dann inbrünstig nachgrölen können. Ich habe mir ein anderes Spiel ausgedacht. Ich sag irgendwas und dann ihr sagt das nach und ich sag dann wozu. Also okay, also wir sagen lecker, lecker, lecker für Kakteen, Pilze und Winden. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Muss ich jetzt sagen. Wir sagen Igitt, Igitt, Igitt zu Parteien, die an der Regierung waren und es gibt immer noch Krieg und Nazis. Igitt, Igitt, Igitt. Ja, ja, sehr gut. Wir sagen Ecki, Ecki, Ecki statt gebt das LSD frei. Ecki, Ecki, Ecki. Wir sagen Psych für eine psychedelische Revolution. Psych! Danke dir!